Der Speikboden ist im Winter ein schönes Skigebiet und im Sommer ein interessanter Thermikberg. Sand in Taufass auf 870 Meter gelegen, erreicht man über das Pustertal. In Bruneck biegt man nach Norden ab. Die Burg in Sand liegt vor der imposanten Kulisse des Zillertaler Alpenhauptkamms. Der Speikboden ist gerade dabei, dem berühmten Viesch im Wallis den Rang abzulaufen. Es gibt kaum bessere Berge zum Streckenfliegen. Gleich hinter Sand, das noch im Tauferer Tal liegt, ist der Eingang zum Ahrntal. Dort ist die Talstation der Gondelbahn mit großem Parkplatz. An der Bergstation steigt man um in den Sonnenklar-Sessellift. In circa 5 Minuten erreicht man ihn. Der Lift bringt einen auf 2550 Meter. Ein gewaltiges Panorama erwartet einen. Der Blick in die schroffen Dolomiten ist wirklich beeindruckend. Es stehen mehrere Startplätze zur Verfügung. Am Kreuz östlich der Bergstation kann man gut nach Norden starten. Etwas weiter auf kleinen steinigen Plätzen auch nach Ost und Süd. Schönere Startplätze findet man auf dem Weg nach Westen Richtung Speikbodengipfel. In knapp 10 Minuten sind sie erreicht. Drachen starten am Wochenende direkt neben dem Sonnenklar-Lift. Dann fährt nämlich der Clubbus mit den Drachen nach oben. Nach Süden stehen mehrere Startplätze zur Verfügung. Gegenüber diesen kann man auch nach Norden starten. 1600 Meter Südflanke stehen zur Thermiksuche bereit. Die Streckenflieger starten in der Regel vor 11 Uhr. So sollten es auch wenig Flieger handhaben, dann ist der Speikboden für jeden Piloten geeignet. Der Landeplatz ist riesig und einfach anzufliegen. Spät nachmittags können natürlich auch die Einsteiger wieder fliegen. Die Hauswerte stehen ganz früh auf der Südostflanke, ab 10.30 Uhr gehen auch schon die Südflanken. We'll be right back.
Wenn man nach Osten Richtung Landeplatz fliegt, sieht man hinter der Taufacher Ebene rechts die nachmittags thermisch aktive Wasserfallspitze und links die schon mittags aktive Bergflanke mit dem Startplatz Ahorn nach. Hier starten auch viele Drachenflieger, weil man direkt mit dem Auto bis zum Startplatz fahren kann. Man erreicht ihn, indem man von Sand der Beschilderung Ahornach folgt und gleich hinter Ahornach in einer Kurve zum beschilderten Startplatz geradeaus weiterfährt. Geparkt wird hinter dem Start. Bitte nicht den umzäunten Bereich verlassen. Thermik steht mittags vor dem Startplatz, nachmittags rechts auf der Südwestflanke. Am hinteren Durek steht oft eine starke Thermik. Das ist der Blick vom Durek. Die normale Talwindsituation ist einfach. Im Pustertal weht ein Westwind, im Tauferer Tal ein Südwind. Der strömt natürlich auch in die angrenzenden Täler rein. Die Hausberge von Ahornach stehen auf der Südflanke. Der Landeplatz ist riesig, hindernisfrei und am südöstlichen Ortsrand von Sand neben der Turnhalle und dem kostenlosen Freibad. Eine Infotafel ist vorhanden, der Club bittet um Beachtung. Kostenlose Stellplätze für Wohnmobile gibt es in Sand an der Brücke, die nach Ahornach führt. Wir wünschen schöne Flüge hier im Superfluggebiet am Speikboden. Zum Wetter. Der Speikboden ist direkt südlich des Alpenhauptkamms, damit ist er für Nordwind, Nordföhn anfällig. Durch die lange Südflanke stellt sich an schönen Tagen immer eine starke anabatische Aufwindströmung ein. Das ist zum Thermikfliegen super, kann aber zur thermikstärksten Zeit extrem sein. Manchmal durchstoßen diese Aufwinde sogar stabile Inversionsschichten auf Hanghöhe und man kann hier und im Ahrntal thermisch fliegen, wenn woanders fast nichts geht. Schauen wir uns einige Streckenflüge an. Das Ahrntal bietet sich aufgrund der Südostausrichtung für Flüge bis frühen Nachmittag an. Viele Streckenflieger fliegen am Anfang ihrer Strecken über die Ostflanken des Tauferer Tals ins Pustertal. Über Gitsch, Sterzing kann man ins Riednauntal fliegen. Über Lüsen geht es in die Dolomiten. Über den Kronplatz bei Bruneck zurück ins Tauferer Tal. Wer jetzt noch weiter fliegt, nutzt die Thermik der abendlich noch angestrahlten West-Nordwest-Flanken des Ahrntals. Streckeneinsteiger können mal die ganze Flanke des Speikbodenmassivs hin- und zurückfliegen. Im Mühlwalder Tal kann man gut landen, falls es nicht klappt. 10 Kilometer kommen so zusammen. Das Ahrntal ist südöstlich ausgerichtet. An jeder der ins Tal laufenden Rippen stehen Thermiken.
Mit 2800 Meter Höhe kann man die Querung angehen und thermischen Anschluss bekommen. Falls es nicht funktioniert, stehen viele Landewiesen zur Verfügung und im Tal fährt regelmäßig ein Bus, der auch an der Talstation anhält. Bei vielen Flügen wird über die Ostflanken des Taufradtals ins Pustertal geflogen. An den Wolken sieht man schon, wie gut die Südflanke des Pustertals dann thermisch geht. Der Pilot dreht an dieser Ostflanke. Wir fliegen heute 100 Kilometer FAI-Dreieck auf Zeit. Es ist wichtig zu wissen, wo andere drehen, sonst findet man ja dessen Thermik nicht, wenn man da auch hinfliegen möchte. Als Anhaltspunkt hat sich Folgendes bewährt. Ein Pilot vor einem ist halb so weit weg, wie man glaubt, und dann nochmal näher bei einem. Bei Wolken ist es übrigens andersherum. Die sind immer weiter weg, als man glaubt. Im August entstanden folgende Bilder bei einem 100 Kilometer FAI-Dreieck. Dieses habe ich abends mit dem Ahrntal auf knapp 150 Kilometer ausgedehnt. Viel Spaß beim Nachfliegen. Die Querung nach Sterzing ist recht lang. Der normale Talwind fließt zum Rosskopf hin. Aufpassen muss man bei nördlichem Höhenwind. Der fließt dann schnell mal über den Brenner drüber, was unangenehm ist, falls man tief kommt. Zurück fliegen viele über den Saun. Ein kleiner Umweg, aber man ist weniger absaufgefährdet, weil man ja nun gegen den Talwind fliegt. Die besten Wetterlagen sind wie überall Hochdrucklagen. Leichter Nord- oder Westwind in der Höhe ist okay. Leichte Ostlagen gehen, aber stärkere drehen im Pustertal den Talwind um und verursachen unangenehm starke östliche Talwinde. Südlagen gehen auch, allerdings ist dann meist die Basis tief und die Thermik stumpf. Am Speikboden kann man das ganze Jahr fliegen. Stärker thermisch kann es schon ab Februar werden. Zwischen April und Anfang September gehen die 200er-Dreiecke. Thank you.
geschafft. 100 Kilometer FAI-Dreieck in 4 Stunden.